Rund ein Drittel ist in der Regionalliga-Saison 2014-15 gespielt und der KFC Uerdingen steht auf einem respektablen 10. Platz. Tim Knetsch ist mit dem Saisonstart zufrieden, auch wenn er persönlich zu Beginn der Spielzeit keine einfache Zeit auf der Bank erlebte. Zuletzt glänzte der Neuzugang aus Wiedenbrück aber mit 4 Torvorlagen in 3 Spielen. Die ersten 5 Spiele waren natürlich hart für mich, auf der Bank zu sitzen. Die Vorbereitung habe ich komplett mitgemacht, auch viel Einsatzzeit gekriegt. Ja, trotzdem stand ich trotzdem hinter der Mannschaft. Hab natürlich immer mitgefiebert, auch wenn ich auf der Bank saß. Ja, und musste halt auf meine Chance warten. Habe ich die halt bekommen und konnte sie halt bis jetzt nutzen. Die Aufmerksamkeit, die Goalgetter Ali Osman Aydin oder auch Dominik Oehlers in dieser Saison medial und auch von Fanseite aus bekommen, vermisst der 21-Jährige mal so gar nicht. Ich sag mal immer, Tore zählen im Fußball. Und ja, Ali hat halt die meisten Tore geschossen nach Kandern. Und Oehlers kommt ja eigentlich von hier, ist ein richtiger Krefelder. Ja, die Fans erwarten natürlich auch viel von ihm und er steht halt öfters in der Presse und über ihn wird natürlich auch mehr geredet als über mich, aber ich habe damit eigentlich gar kein Problem, dass ich so ein bisschen außerseits stehe. Ich mag das eher, wenn es ein bisschen ruhig um mich ist. Einer, der es ebenfalls bevorzugt, nicht im Mittelpunkt zu stehen, ist Innenverteidiger Rico Weiler, der in der Abwehrzentrale nicht mehr wegzudenken ist und in Bochum einen Sieg gegen alte Kollegen einfuhr und trotzdem nicht ganz zufrieden war. Wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel zurückkommen, das war kein gutes Spiel von uns. Ich würde sogar sagen, dass es zu den 2 schlechtesten in diesem Jahr in dieser Saison gehörte. Was wir auf jeden Fall verbessern müssen, ist das Spielerische. Wir haben manchmal noch Angst, zum Ball hinzugehen oder sich zu zeigen. Wir verstecken uns hinter unseren Gegenspielern und das muss einfach besser werden. Weil im Training machen wir es und manchmal im Spiel wird es einfach nicht umgesetzt. 12 Gegentore in 10 Partien. Auch die Gegentorquote ist beim KFC in dieser Saison in Ordnung. Oder, Rico Weiler? Ich bin immer der Typ, ich will positiv, was die Bilanz angeht, möchte ich bei den Toren eigentlich rausgehen. Deshalb bin ich mit 12 immer noch nicht zufrieden. Am Samstag können Knetsch, Weiler und Co. dann wieder unter Beweis stellen, dass der Abstiegskampf dieses Jahr so schnell es geht kein Thema mehr für den KFC ist. Zu Gast wird die SG Wattenscheid 09 sein, die Ex-KFC-Spieler Burak Kaplan mitbringt.